Was geht ab, Leute? Nerdalert Games und willkommen zurück zu Days Gone. Packen wir das Ding endgültig ab. Oh, ich habe sogar Splittergranaten dabei. Boom. So, jetzt sollten die alle rausgelatscht kommen. Pistole leider nehmen. Gut. Ja, es geht schnell. Wenn wir Molotow am Start haben, sollten wir es tun. Aber Nestrückstände irgendwie. Ich habe was bekommen, aber naja. Das Ding ist mal so kacke. Aber hey. Wir finden unser Bike schon irgendwie irgendwann wieder. Also, wie zum Teufel soll man das überhaupt aus dem Wasser kriegen? Fast da. Fast da. Oh, was ist das denn hier für ein Scheiterhaufen? Ich muss gar nicht wissen. Sollte ich hier aufpassen, oder? Wo ist Tucker? Alkai? Drüben, bei der Grabung. Bei welcher, verdammt? Im Norden. Da hinten. Fasst jemand meine Maschine an. Das Gepäck. Breche ich dir die Finger. Ist ja gut, Mann. Alter. Sehr gut, wir haben unser Bike wieder, ohne dass ich was machen musste. Reparieren ist gerade nicht, ha? Huh? Gehen wir ein bisschen quatschen. Durchs Feld. Ey, du Penner, davon müssen wir noch jahrelang essen. Ich sag's doch. Wo du auch hinsiehst. Ein riesengroßes Lavafeld. 7 Meter dickes Gestein. Man bräuchte Presslufthämmer. Ach, halt mir doch keinen Vortrag, Gottverdammt. Ich hab's kapiert. Nein, hast du nicht. Aber diese Leute haben Hunger. Selbst wenn sie bei Kräften wären, bräuchten sie Monate mit Hacke und Schaufel. Ist mir scheißegal. Wir haben alle Hunger, Al. Aber wir müssen es schaffen, auch wenn es ein ganzes Jahr dauern sollte. Schließlich haben wir ja sonst keine Termine, oder? Warte. Eins noch. Dann fass dich kurz, okay? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ripper, heute Morgen. Einer meiner Männer sah eine große Gruppe auf dem Pass. Und niemand hielt sie auf? Wie denn? Tucker, wir gehen schon auf dem Zahnfleisch. Komm in die Richtung Norden. Al, sind sie hierher unterwegs? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß er's. Was zum Teufel soll das heißen, hä? Was soll das, hä? Verdammt, Alkai. Es ist nicht seine Aufgabe, das zu wissen, sondern deine. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Soll ich hier deine Ausgrabung leiten? Oder soll ich in die Außenwelt? Ripper jagen. Check im Lager, wie viel Munition wir haben. Ich übertrage Wheeler die Ausgrabung. Was glotzt du so? Ja, ich frage mich, ob du auch ein Hirn hast. Stopp! Hast du Leon gefunden? Wenigstens einer, der hier etwas gebacken kriegt. Ich nehme dich mit. Hey, auf jeden Fall das. Wann hast du zuletzt jemanden aufgespürt und hergebracht? Die Leute, die jetzt noch da draußen sind, sind nicht gerade die Art von Leuten, die du jetzt hier haben willst. Das Fieber hat noch 2 erwischt. Das ist nicht mein Problem. Du willst unser Essen? Dann ist es dein Problem. Wie gesagt, wir besorgen dir Sachen, aber wir ziehen nicht in dein blödes Camp. Wie war das noch? Ich bin ja vergesslich. Warum nicht? Weil es Zeitverschwendung ist, Tuck. Da spricht der Optimist. Wo ist Boozer? Er sagte, er wollte zu Copelands Camp rüber und was gegen Fische eintauschen. Macht ihr jetzt gemeinsame Sache mit Copeland? Ist sein Camp näher?
Es ist nicht näher oder weiter. Hey, ich bin nicht Busas Aufpasser. Er macht, was er will. Scheiße. Ihr lasst diesen Haufen Tag und Nacht brennen? Wir haben hier viele Freaker-Leichen dank Leuten wie dir, die ihre Arbeit machen. Also ja, wir lassen es brennen. Nehmt mehr Benzin. Brennt schneller, weniger Qualm. Weil wir ja so viel davon haben. Wenn es verbraucht ist, was willst du dann in dein Bike füllen? Deinen Schweiß? Was zum Teufel ist hier los? Hier stimmt was nicht. Im Lager fehlen Essen und Munition. Scheiße. Wer hatte letzte Nacht Wache? Wheeler. Verdoppelt heute die Wachen. Allmählich habe ich die Schnauze voll. Alles klar. Ärger im Paradies? Wie gesagt, ein Camp ist wie ein Gefängnis. Eine Bande von Faulpelzen, Dieben, Vergewaltigern und Mördern. Und weißt du wieso? Keine Ahnung. Weil wir genau das sind, die Freakshow. Es haben nur die überlebt, die härter und brutaler als die Freaks sein können. Der Rest ist hier und hofft, dass ich sie füttere, beschütze und wärme. Und sie sitzen auf ihrem Arsch und gucken dem Weltuntergang zu. Du, sofort zurück an die Arbeit. Zwing mich nicht, Cyrus zu holen. Faulpelze. Freie Zeit können sie machen, was sie wollen. Aber der Tag gehört mir. Das Camp zu leiten ist wie ein Gefängnis zu leiten. Ich weiß nicht mehr, was du erzählt hast. Du warst was? Warst du Aufseherin oder so? So wichtig war ich nicht. Ich war Oberin im Frauenflügel. Du siehst auch wie jemand aus, der schon mal gesessen haben könnte. Damals. Warst du mal im Knast? Ich hatte zwar ständig Ärger, bin aber nie dort gelandet. Ich habe einen Job für dich. Larsen war gestern auf Tour. Er kam durch Marion Forks und sagt, da war jemand. Eine junge Frau vermutlich. Aber er sah sie nur kurz. Als er angehalten hat, war sie verschwunden. Ist er sicher? Larsen hat genauso viel Erfahrung wie du. Er weiß, womit er es zu tun hat. Aber du hast ein Talent für sowas. Fahr hin und finde sie, bevor die Freaks es tun. Mal sehen, was ich tun kann. Aber hör mal, Tuck, ich will meine Punkte. Verlieren. Bring mir mehr Leute, dann kriegst du mehr Punkte, als du ausgeben kannst. Holy fuck. Ich muss Wheeler suchen. Er wird die Nacht in der Hütte verbringen. Wenigstens haben wir jetzt hier ein kleines Lager, wo wir aufstocken können. Vielleicht was Neues bekommen können. Okay. Was willst du, Drifter? Was ist dein Problem? Einer von uns entkam aus einem Ripper Camp drüben bei Iron Butte. Gefoltert, wie üblich. Aber diesmal fragten sie ihn nach zwei Bikern, zwei Männern, ob er die beiden gesehen hat oder so. Hier gibt's viele Biker. Was hat das mit mir zu tun? Der Ripper nannte sie Mongrels. Wie viele Drifter tragen hier noch ihre Kutten? Als ob das was bedeutet. Ich glaube, dein Kopf ist bares Geld wert. Wie fühlt man sich auf der anderen Seite? Ey, warum zeigst du mir nicht, was du hast? Ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Wie du meinst, Dick. Ha, wie der einfach ihn nicht einsammeln kann. Sonst hätte er ein Problem mit der Alten. Hör mir doch auf mit diesem komischen Repetiergewehr, ey. Oh mein Gott. Kann ich das verbessern? 500. Boah, wie teuer. Oh, ich habe nur 1170. So geile Sachen hier und ich kann ihn nicht haben. Trauenstufe. Fuck, hätte ich mal die AK mitgenommen. Aber ich hätte es nicht besser wissen können. Ich werde hier einfach die Munition auffüllen. Was haben wir hier noch? Sprengstoff können wir kaufen. Schalldämpfer können wir kaufen. Das finden wir auch alles. Spezialschalldämpfer. Ja, komm, ich fülle die Munition auf. Ich habe eh nichts Besseres. Reicht. Jumpen wir aufs Motorrad und weg hier. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Okay. Die Drogen zu Tucker bringen. Bring. Okay, Moment. Ja, jetzt kann ich mich zwischen Waffen oder Motorrad entscheiden. Waffen, würde ich sagen.
Aber schneller zu traveln ist schon geil. Ah, ich entscheide mich fürs Motorrad. Ich kann erst nach Norden, wenn ich das Bike repariert habe. Okay, dann ist es Copland. Gut. Waffen kann ich irgendwie immer noch kommen. Bekommen, also... Hot Springs ist 1. 2 wäre besser gewesen. Hätten zwar die Kohle nicht für die Waffe gehabt, aber immerhin. Ey, das Ding ist nicht vollgetankt. Kann ich noch irgendwo hier Benzin klauen? Was bist du denn eigentlich für einer? Du reparierst doch bestimmt auch Motorräder. Hier. Der Mechaniker. So, nachtanken. Boah, reparieren 170. Ja, ne, ist klar. Ich muss selber machen können mit meinem Schrott. Boah, ich war auch unterwegs. Boah, ich steh jetzt wieder da oben. Okay. Let's go. Heute kann ich hier abliefern. Habe ich nur was gesagt? Freaker-Ohren. Ja, genau. Die sammle ich gerne. Wenn ich mal über so ein Vieh drüber laufe. Ich habe Busa lang nicht gesehen. Ja, er lebt noch. Ich glaube, er erledigt den. Anscheinend kriege ich gut Geld dafür. Und Vertrauen auch. Scheißegal mit dem Vertrauen und so. Mein Gott. Verkauf da, wo es mir passt, und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Wieder so weit fahren. Wollen die mich verarschen, ey? Deswegen, schnelleres Bike. Ey, ich bin sofort dabei. Aber ich muss sagen, die Welt ist stimmig. Sieht schön aus. Man kann hier richtig schön fahren. Schon cool. Lachgas. Das wär's. Kann kleine diverse Abkürzungen hinnehmen. Mach ich gerne. Handfeuerwaffe, los geht's. Warte, halt durch, ich komme. Du wirst es hier draußen nicht schaffen. Ich weiß, wo ein Camp ist. Camp? Wo ist? Zeig's mir. Ich werde hingehen. Oh shit, ich krieg Kohle dafür. Krieg ich wirklich Kohle dafür? Fuck. Da krieg ich, aber wenn ich den zu Copeland schicke, dann krieg ich 500. Respekt, aber da krieg ich nur 200. Krieg ich Respekt, egal was ich mache? Ich schicke den erstmal zu Copeland. Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Bam, upgegradet. Ich war so gut wie tot. Das muss ich öfters machen. Weil ich dachte, das zieht immer so eine lange Mission hinter sich. Sag ihnen, es war St. John, Deacon. Die kennen mich. Einfach immer weiterlaufen. Meide die Straßen. Weißt du, ob er es überhaupt schafft? Whatever. St. John, hier ist Copeland. Ich habe Rosa länger nicht gesehen. Er hat Sachen für mich besorgt. Ich weiß, du bist ein Kumpel. Hab ihn angefunkt, aber er antwortet nicht. Na, wenn du ihn siehst, sag ihm, er soll mal bei Cop vorbeischauen. Das wäre echt nett von dir. Ich glaube, ich hätte kein Vertrauen gekriegt, wenn ich ihn jetzt da nach Hot Springs geschickt hätte. St. John, schau mal in Hot Springs vorbei. Tucker, verstanden. St. John, Ende. Tornhut, er ist angekommen. Auch da kriegen wir wieder gute Sachen. Oh, rollen lassen ist ja hier schön und gut, aber es ist ganz schön langsam. Ich lache mich ja kaputt, wenn wir mittendrin irgendwo anhalten müssen und Benzin sammeln müssen. Oh, hier war ich schon. Hier wurde ja doch so böse zugerichtet. Ah, stimmt ja. Das infizierte Gebiet noch ausräuchern. Ja, mach ich mal eben. Räume alle Nester. Goddammit, ey. Oh mein Gott, das zieht, glaube ich, ein paar Viecher hinter sich. Oh ja.
Boah, so viel auf einmal überlebe ich nicht. Die sind schnell. Oh, das mit dem Nachladen, ne? Oh, Alter, ey. Die sind viel gefährlicher als in anderen Spielen, finde ich. Ne, ich mach das nicht. Ich mach das einfach nicht. Wenn ich was Automatisches hab, dann ja. Ansonsten, fuck it. Oh, Gott. Haha. Das mache ich nie wieder, wenn ich was Automatisches dabei hab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, ne. Ne, ne, ne. Ich komm später wieder und weiche dann die anderen. Würde ich vorschlagen. Und wieder durch den Tunnel. Wir fahren, glaube ich, wieder zurück. Aber wir sind schon in der Nähe. Nicht mehr weit. Auch wenn man vom Gas geht, kann man so viel besser fahren. Scheiße, wenn die schießen können. GTA-mäßig. Aber ohne Scheiß, Fast Travel? Naja, in dem Gebiet waren wir halt noch nicht. Aber hier haben wir jetzt... Ja, machen wir doch erst das hier, das ist so in der Nähe, das ist ein Storyjob. Wen hat er getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Job, oder? Hör zu, das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur ihren Namen. Wen, Cole? Einer von ihnen hieß Randall. Er war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen... Oh, holy shit, nice. Soll ich nachfragen? Nein, lass gut sein. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Copeland Ende. Gerne. Story-Mission und direkt in der Nähe, die machen wir. So, einmal voll tanken, bitte. Oh, gutes Timing. Da haben wir richtig Glück gehabt. Findet man immer im richtigen Augenblick. Tuck, 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 tuck. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Ah. Da ist er ja. Du ging ja schnell. Einige Kopfgeldziele werden sich wehren, andere werden fliehen. Verfolge deine Zielperson und fange sie lebendig, um den Job zu erledigen. Normalerweise schießt du auf ihr Bike oder rammst es. Ja, nur kann ich vom Bike nicht schießen. Schauen wir mal. Auf geht's.